Mit Part 70 sind wir hier noch in den verschachtelten Gängen der Siegesstraße. Leute, willkommen zurück. Aber wir haben gute Sachen hier eingecashed und deswegen geh nochmal zurück und guck nochmal. Aber es freut mich, dass ihr wieder einschaltet und ja, vielleicht schaffen wir heute mal ein bisschen mehr. Mal gucken. Und ich habe immer noch das Gefühl, ey komm, ich glaube hier auf der Etage oder was weiß ich, ich glaube hier kommt kein Stalus. Deswegen vielleicht erstmal Topschutz für eine Weile, bis ich dann irgendwann merke, oh, vielleicht in diesem Stockwerk ja. Und deswegen, ja, das wird hier nicht so lange dauert, da gibt's doch nicht so Topschutz, Alter. Eingesetzt, let's go. Inzwischen ist der Knackrack hier auch stärker als alles, was einem hier begegnen kann. Twim! Also kein Problem. So, dann nochmal zurück, da der Veteran bewacht schon den richtigen Weg. Na, ganz kurz nochmal, ja, alles wieder nochmal neu zertrümmern. Ja, ist ein bisschen. So, so. Okay, warte mal, dann gehen wir mal nach oben. Ah ja, okay, wieder Rückweg, Twim. So. Und da. Zu den Fahrrädern. Und dann, wenn ich da oben wieder runterkommt, irgendwann runterspringen von hier. Also nochmal eine kleine Runde laufen. Bloß wohin? So, biken. Aufs Bike ruf mal, Tram. So. Okay, der schnell vielleicht. Hier muss ich mal den Gang ein bisschen kleiner machen. Gut, genau. Für nur einmal springen. Yeah, Top Aether. Nice. Aber ich habe ja Top Elixiere und so, ist ja viel besser. So, dann wieder. Ups, einen Gang hochschalten und. Tram. Achso, der war der schon. Hä? Achso, ne. Okay, der ging ja wirklich schnell. So, ich glaube aber hier war ja. Na. Ach, verdammt. Das muss ich gerade normal machen. Nee, da war ja irgendwie. Nee, da geht eine Treppe erst später hoch zu dem einen Pokéball. Ja, gut. Okay. Ja, wettet mal zuerst die Gang. Ich weiß, aber. Egal. So, jetzt haben wir eher das hier gemacht. Veteran, wir kommen. Stärke einsetzen. Schieben. Also, Stärke ermöglicht es, Felsen zu verschieben. Danke. So. Was ist der Typ hier? Wie macht denn das jetzt hier? Auch muss ich ja trotzdem durch den ganzen extra Weg hier machen. So. Kaputt bashen, Mann. Was? So. Aber alle Trainer sind besiegt. Sehr schön. Und alle irgendwie auch, ne? Fangen ja alle an, uns auch anzuerkennen. Also, nee, eigentlich jeder. Nicht fangen an, die sagen immer nach dem Kampf von wegen, boah, du bist ja krass drauf und ultra stark. Okay, ich sag nichts mehr, geh weiter. So, okay, und was liegt? Sieht ja so komisch aus, die kleine Ecke hier. Nö, pswut. So, okay, einfach hier runter. Und dann bin ich wo? Wow. Yeah. Ah, hier, okay, muss nicht hier runterspringen jetzt, bitte nicht. So. Ja, der Rückweg ist immer einfach. So einfach, dass man aus Versehen auch schon unterbewusst, ja, aus Versehen halt nimmt. Mein Pokémon kann Karate. Ich warne dich, es ist wirklich stark. Und du hast vergessen, deinen Knackrack zu heilen. Oh, oh, woher weiß er das? Johannes. Dim, 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 dim. Mach um ein! Okay. Knackrack los. So, sehen wir Machomai auch zum allerersten Mal. Ja klar, oh weia, weia, weia. Okay, es ist so ultra stark. Aber ich mach Drachenklaue. Ich bin kurz vor Level 50. Sehr schön stark. Oh, oh nein! Oh, Fuß drin. Ach, Initiative ist gesunken. Ah, ich bin bestimmt langsamer als Machomai. Dann switchen wir mal. Also wenn der Fußtritt einsetzt, mach ich mal Hornweisel mit seiner Typen, mit ihrer Typenkombination. Ist den Kampf ultra krass gerüstet. Bam! Doppelhieb. Macht mir doch nichts aus. Schön weggesteckt von der Machomai, ne? Immerhin. Luft, Schnitt. Komm mal, also muss treffen. Yeah. Down. Fast schon Level 50 Machomai, ey. Aber gut. Yeah, Level 50 für Knackrack. Ey, der Angriff, ey. Scheiße. Wird immer stärker. Ich habe einen würdigen Gegner gefunden. Danke, Mann. Krieg ich jetzt einen schwarzen Glühwein? Ich meine, den muss man sich ja irgendwie aneignen können. So, wieder Hypertrankverschleiß, ey. Noch und nöcher. Guckt euch das an. So, aufgefüllt. Ja, ich komme noch wieder neu. Ist doch kein Ding. So. Oh, weiter runter. So, wenn es weiter runter geht, dann kann es sein, dass hier Stalusser auftauchen. Wir sind aber nicht ganz genau. Okay, wie wird die auch immer rumgesurft? Ah, wenn ihr mit Wasser surfen. Wasser wird kein Stalus auftauchen, ne? Das weiß ich.
So, okay, hier ist nun wieder ein Rückweg. Also erstmal gegen den Seher antreten. Ich kann in die Vergangenheit sehen. Sehr geil. Der Erste kann in die Zukunft sehen. Sie kann in die Vergangenheit sehen. Verena. Die Ohren sind im Sala. Erstmal ein Klingplim. Alles klar, let's go. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das Vieh schwebt. Es ist ja nämlich, was müsste ich hier effektiv... Also ach, einfach Knuscher machen. Frei so doof. Raus. Boah. Die jetzt vielleicht die Weiterentwicklung mal? Palim, Palim? Die kennen wir ja auch noch nicht. Die müssen wir noch langsam mal sehen. Ja, geil, Palim, Palim. So ein Luftspiel oder... Also, ja doch, so ein Windspiel-Pokémon. Ist ja ganz süß und so weiter, aber wir haben es noch nicht gesehen. Und wir werden es auch nur ganz kurz sehen. Das wird weggeknirscht. Alter. So, das war's. Ich glaube, jetzt auch inzwischen Psycho-Fee, glaube ich. Sie wirkt jedenfalls so. Vorher war es nur Psycho. Ja, nicht schlecht, wenn es Fee wäre. Oh Mann, in deiner Vergangenheit gibt es so viel zu sehen. Ja, schon viele Let's Plays gemacht, ich weiß. Da sind ja zwei verschiedene Wege, wo surfen war lang. Vielleicht erstmal zu dem Pokéball. Oh Gott, hier wandert ihn erstmal hin und her. So, auch mal kurz abkumpel. Danke, ich muss mir kurz mal gucken hier. Aha. Warte, ich nehme den gleich mit. Ich glaube, hier ist erstmal soweit optional. Ne, wo ist denn hier jetzt hin? Mit Perlen. Jetzt ist bestimmt auch wieder der richtige Weg hier, oder? Wie die hier langmarschiert, guckt sie euch an. Hä, wo geht's denn hier hin? Schutz wirkt nicht mehr. Ach, okay, nee, da muss ich nochmal schnell den da oben mitnehmen. Ja, aber die Siegestraße, ey, wir kriegen hier eine Level-Up-Session nach der nächsten, ey. Das ist so unfassbar. Die Siegestraße sieht ganz so aus, als wäre ich am Ziel meiner Reise angelangt. Doch erst muss ich dich noch aus dem Weg räumen. Warum rennst du hin und her die ganze Zeit? Nikolas. Nur ein Pokémon. Das wird ja einfach. Boah, Krabchef. Wie der Boss von Team Galactic. Los, Knackrad. Das schaffst du. Knackrad würde offenbar gerne gestreichelt werden. Ja, erst wenn du effektiv den hier wegklopst. Drachenklaue. Boah. Keine Chance. Oh yeah. Mann ey, wie nice war denn das? Nikolas besiegt. So hatte ich mir das Ende meiner Reise aber nicht vorgestellt. Er ist noch nicht vorbei, die Reise. Du kannst immer noch weit kommen. Aber nicht mehr in diesem Game. So, komm, das ist jetzt nicht der richtige Weg. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, fast schon. Da muss ich nochmal zurück in den Wasserfall benutzen. Hä, hallo? Rede dich mit mir. Oh, jetzt doch. Wir bilden ein Team, das perfekt aufeinander abgestimmt ist. Was willst du uns entgegensetzen, hm? Wir sind ein waschechtes Gespann von Ass-Trainern. Also zieh dich warm an. Waschechtes Gespann. Ich habe auch ein Gespann aus 6 Pokémon. Bei der Olga und Sam. Wieder nur ein Pokémon. Und gar nicht mal so schlechte Pokémon. Los, Knacker, Grexbusam. Wird schon am Wackeln. Sie freuen sich einfach. So fängt man wieder an zu hageln. Naja, ach, Knackrack ist doch kein Problem. So, okay, du machst einfach mal die Drachenklaue auf dieses komische meditales Vieh. Und du machst einfach Eisschieb auf Garados. Boah, so stark einfach. Nimm mal eine dicke Faust. Na, vielleicht eingefroren? Vielleicht? Vielleicht? Oh, Sinnkopfstoß. Nein. Oh. Jetzt bin ich Wasser hinterher. Eiszahn, warum? Knackrei, wieso? Alter, voll K.O. gehauen. Das kann nicht wahr sein. Wir sind wirklich ein aufeinander abgespieltes, waschechtes Ass-Trainer-Team. Okay, das war jetzt nicht so toll. Toxic War, wie sieht's aus? Das sind ja alle schon so im Level 60er Bereich. Gibt's doch nicht. Toxic War ist noch am schwächsten. Los. Okay. So einen Zug benutze ich benutzen, um halt, wieder zu beleben. Erstmal meditales Vergiften. Rexbizar, du machst mal ganz schnell, ich hab bloß noch 2 Beleber. Ich muss langsam aufpassen. Hat die Erfahrungspunkte, die Erfahrungspunkte, Mann! Bam, bam! Gift-Heap! Bams! Geil! Na, Garros, was willst du machen, hm? Oh, das ist nicht schlecht.
Drachentanz. Wäre auch eine Option für Knackrack, ne? Guck mal, Angriff steigt, Initiative steigt. Stellt euch das mal bei Knackrack vor. Ah, der ist schon so ultra stark. Er ist mein schwächstes, vom Level her schwächste Pokémon, hat aber den höchsten Angriffswert. Wie willst du das erklären? So, okay, ups, nein, nicht Items, sorry. So, dann Gift-Heap auf die Seeschlange. Und einfach mal ein Eissplitter. Komm, die Duo-Attacke müsste ausreichen für beides. Eissplitter, Frühattacke! Haha! Und Gift-Heap und Ben macht Hagel den Rest. Erledigt! Duo besiegt. Oh Mann, ey. Deine Pokémon und du bilden auch ein tolles Team. Klar. Du und deine Pokémon gewinnt durch gegenseitige Hilfe an Stärke. Ja, da habt ihr nie gesehen, sowas. Hier, nimm all mein Geld. Danke. So, Tiefblau. Verdammt, bin ich jetzt hier richtig? Quasi an so einer... Ja, natürlich bin ich hier richtig. Mendo. Ja, Leute, das ist hier der richtige Weg. Oder, ey, guck mal schnell. Vielleicht ist es bloß so ein Weg zu einem Pokéball. Kann natürlich auch sein. Ah, ich bin... Alles klar. Bin doch den optionalen Weg gegangen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hätte ich schon wieder Angst gehabt gerade. Boah, nochmal Top-Beleber hier am Stein. Okay, kann man die nicht auch wegräumen? Nicht mit Stärke, nicht mit Zertrümmerer. Nee, das sind besonders krasse Steine. Okay, gut. Dann den richtigen Weg, einfach den Wasserfall da hoch. So, ich weiß halt bloß nicht, ob ich hier jetzt doch mal vielleicht den Schutz doch weggehen lassen soll. In der Hoffnung auf Stalus. Also nur für das Team, oder fürs Team. Schupsala. So, da oben lag ja auch noch ein Pokéball. Ja, den Weg dahin werde ich auch finden. Kein Problem. So, erstmal Wasserfall ist riesig. Kaskade. Erklimm ihn. Bidifa. Ups. So. Tada. Genau, erstmal hier runter. Weil hier müsste es zum Pokéball gehen. Tada. Jawohl, wie geil. TM59 Drachenpuls. Oh, okay. Danke, Mann. So runter wollen wir nicht. Wir wollen wieder auch... Wer steht denn da? Ist das eine Serien? Wer ist das denn? Oder wie... Sieht irgendwie interessant aus. Kennen wir sowas? Dann haben wir mal Pokémon... wird schon, wird schon. Ich möchte ein starkes Pokémon noch mächtiger machen. Dafür brauche ich deine Hilfe. Was für eine Art Trainer bist du denn? Was zum... Drachenprofi Edmund? Einer Drachenprofi, sehr geil. Und jetzt selber ein Knacksel. Okay, ist tot. Let's go, Knackrack. Guck mal. Ich habe schon viel krassere Erfahrungspunkte und bin einfach schon besser trainiert. Drachenklaue tot. Bei Drache, ähnlich wie bei Geist, Pokémon ist auch Drache gegen sich selber sehr effektiv. Ja, das ist fies, wa? Alle Level 51, ey, und nochmal plus 3 Angriff. Edmund, das war's. Also geiles Cape, ey, ich hatte nicht die geringste Chance. Wieso fliegt sein Cape? Gefurzt voll. Nimmt alles richtig schon hochgeweht. Machen ist auch nicht der Einzige, der sowas macht. So, hat er hinter sich noch was versteckt? Nö. Okay, eine neue Art Trainer. Oder sind wir vielleicht noch viele Drachen? Für den Pokédex, das freut mich. So, ist hier was? Ist hier was? Schutzalten wirklich mehr. Ich lass mal jetzt kurz. Ja, Riesenpilz. Ja, die wachsen auch hier. So, dann ist hier auch noch ein Pokéball, glaube ich, gewesen, ne? Ah, nee, okay, jetzt muss der Rückweg. Gut, na, da wollen wir nicht nochmal hin. So, okay, auf geht's. Das wäre ja schon wieder ein Stockwerk höher. Also, wohl vielleicht keine Stalus gibt. Dann drehen wir jetzt kurz hier rum, ich guck mal schnell. Ah, nee. Sieht so aus, als wenn die Pokémon hier überall gleich. Los, Knack, Hörack. Guck's dir an und mach zack. Ist weg. Flucht. Bam, bam. Okay, nee, ach, ist egal. Gehen wir weiter. Entweder kommt ein Stalus oder es kommt nicht. Kann ich doch nichts für. Boah, wieder so ein Veteran, Leute. Aber wo muss ich hin? Wo ist erstmal der richtige Weg? Ich glaube, da oben geht's ja noch zu dem anderen Pokéball, ne? Den haben wir nicht vergessen. Bam, bam, bam. Los, Knack, Rock, mach hier, Alter. Yeah, weg. Ich glaube, Stalus kommt nicht mehr. Wer weiß noch, wo das war, Leute? Wer weiß das schon? Yeah, erstmal eine Schafklaue. Ey, cool. Schafklaue habt ihr mir auch schon erzählt. Die brauche ich, glaube ich, für Sneebel. So entwickelt sich den Sneebel weiter. So ist Nebuna. Mischung. Ich brauche mal auch nicht mehr.
Echt damit rechnen, dass wir irgendwie noch ein paar ja, andere Pokémon halt auftauchen. Was gibt's denn hier? So Kampf-Pokémon, Kolbatz. Naja. Okay, ey, ganz. Wir haben erst ein Onix gehabt, ne? Das ist natürlich dann irgendwie. Mal den Stein mal kurz antasten. Nischt. So, dann geh ich erstmal hier. Ich glaube, erstmal hier lang. Als alternativen Weg. Ich kann spüren, dass sie deine Pokémon voll und ganz vertrauen. Du und dein Team, ihr strahlt regelrecht. Ja, dann lass mich doch einfach vorbei. Nein. Dambam. Albin mit drei Pokémon. Okay, Teltoxa ist kein Problem. Los, knack, knack. Okay, immer noch schönes Training für dich, ey. Jetzt ist die Straße im Alleingang. Dampfwalze. Bam, bam, bam. Dampfwalze eskaliert ja auch mit dem ganz normalen Angriffswert. Das ist so übel. Zu stark. Ja. Bams. Level 54 für Rexplosion. Der bleibt echt eher so gechillt, ne, von den Angriffswerten her. Oh, Geowatz. Ist ja geil. Können wir auch noch nicht. Ja. Geowatz ist so cool. Mann, wenn ich das doch nur hätte, ey, dann würde es mir hinterherrollen. Auch wieder total stark. Aber die Verteidigung ist noch stärker bei Geowatz. Und jetzt schon wieder Katapult. Aua. Ist aber nicht sehr effektiv. So, okay, den Rest weggeknirscht. Komm on. Ist ja auch schön stark. Klonk. Ah, von den Zähnen aus ein bisschen, ey. Geowatz, cooles Pokémon, aber wir sind krasser. Alter, die Erfahrungspunkte. 62 für einen Weißel. Kein Ding. Boah, der hat einen Empoleon. Ist ja cool. Aber was mach ich denn da jetzt? Knackrack macht sich Sorgen. Okay, ach, wir haben ja Dampfwalze, sehr effektiv. Hä? Haben wir schon mal einen Empoleon gesehen, außer unser eigenes? Na, vielleicht liegt es einfach daran, weil unser eigenes vielleicht. Boah, keine Chance. Okay, dann wird hier aber auch noch jemand, ne? Die Weiterentwicklung haben von Panflam. Die Endentwicklung. Albin wurde besiegt. Shelterra, Empoleon. Ja, du hast mir die Augen geöffnet. Danke, Mann. Die loben immer jetzt merkwürdig gewesen, aber. So, das sieht doch hier eigentlich optional aus, oder? Was ist denn das hier? Okay, muss ich gerne schon aufpassen. Okay, da. Ey, da steht einer vor einer Höhle. Warum? Warum steht er davor? So, wo ist nicht runterfallen? Bitte nicht runterfallen. Geo-Rockmann. Ich überlege noch. Warte mal, welche Wege habe ich jetzt noch offen? Ich kann doch bei dem hochgehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier so ja zweimal der gleiche Weg ist. So, Mann, ich wollte da gerade A drücken und mal gucken. Maschok, ey. Leute, ich habe die Hoffnung von euch, hier gibt es keinen Stahllos. Ich glaube, wir sind noch lange in drin. Ich mache das mal wieder Topschutz. Aber ich weiß auch, eigentlich müsste es Stahllos geben. So richtig weird, so. Das ist ein Pokémon, was man einfach fangen kann, wild, obwohl in der Regel einen aufwendigeren Prozess hat, das zu bekommen und zu entwickeln. Topschutz eingesprüht. Dann gehe ich erstmal schnell hier hoch und komme, glaube ich, da zu dem Pokéball hin. Zu dem optionalen Pokéball. Ja, geil. Mal kurz gucken, alles nochmal antasten. Nischt. So, nehmen wir den hier mit. Ja, da vorne das schwierige Rätsel, ey, was man eigentlich schon aus der Legend of Zelda kennt. Also spätestens da. Oder frühestens seit da. Man schiebt die beiden so und macht den so und hat's gelöst. TM79 Finsteraura. Hey, nice. Weiß gar nicht, ist das eine Geisterattacke? Könnt ihr die einfach so Trauenmagie beibringen? Wenn's Horrorblick irgendwann nicht mehr braucht? Okay, da jetzt halt die Brücke darüber. Könnte der richtige Weg sein. Aber ich geh nochmal kurz trotzdem nochmal hier mit. Nee, warte mal. Nee, warte mal, doch. Nee, da geht's zu diesem Typen da. Dann geh ich erstmal hier lang. Und mit Kraxler geht's da dann hoch. Genau, oh, doch mal so ein Drachentyp. Okay, was sind das jetzt hier? Erstmal ein Fläschchen Zink. Nice. Ich glaube, inzwischen sind alle meine Pokémon zu stark dafür, oder? Dass ich es nicht mehr benutzen kann. Oh, wie ätzend, wie schade. Einfach, das ist ja bei Medizin. So, Medizin. Nee, doch nicht, hä? Oh, ey, jedes Mal. Die ganzen Tafeln. Donnerstein, Blitztafel. So, Zink. Das war doch für den Spezialverteidigungswert. Und kannst du ja einsetzen. Okay. So, angehoben. So, entschuldigen Sie, was soll das denn? Lass mich dich mal ansehen.
Du wirst noch stärker werden, Mann. Du wirst viele Pokémon begegnen. Das solltest du immer wieder dir vorsagen. Dann wird sich dein Horizont stets erweitern. Ich will hier rennen. Was soll denn das? Lass mich dich nochmal angucken. Okay, vielleicht muss ich echt einfach der Champ werden oder so. Bevor man mich da reinlässt. Ist ja wohl ultra secret, der Wii. Und eben, wow. Okay, dann schnappen wir uns den Typen da noch. Mit unserem angeschlagenen Knacker. Angeschlagen? Wie angeschlagen? Hä? Den gibt's doch guten. So. Okay. Hier wimmelt es nur so von starken Trainern. Es ist der ideale Ort, um sich mit den Besten der Besten zu messen. Ja, das bin doch ich. Ich bin der Beste der Besten. Mr. Jürgen. Drachenprofi. Der breite Grinsen, ey. Die wollen alle nur Siegfried nachmachen. Oh, der hat einen Kobalat. Nee, guck mal. Das könnte aus dir werden, Kleiner. So, Drachenklaue. Sehr effektiv. Ja, damit sein Cape, ey, warum sah Siegfried überhaupt so aus? Mit den Haaren, das Cape. Mag der einfach Dracula? Vampire so ein bisschen? Oder Garados. Garados? Okay, denn Horn weiß du, ne? Mit Juwelenkraft im Jung. Das ist mir immer lieber. Let's go. Na, weiß ich gar nicht, jetzt sind wir, glaube ich, bald so ja durch. Erstmal unter Druck gesetzt. Aber er bedroht mich. Mist. Ne, Garados, ne? Das ist eigentlich kein Drachen-Pokémon. Aber wegen seiner Erscheinung doch sehr beliebt bei Drachen-Profis. Bams. Mann, Mist. Weiter so. Eiszauber. Man findet immer alles und Quatsch immer. Ist egal, schick ich weg. Der Hornweiser hat, glaube ich, auch schon seine maximale Grenze erreicht, ey. Man merkt, auch obwohl ich ja so viele Level höher bin. Da sind doch die Stab-Attacken dann immer besser. Und Weisel hat gewonnen. Toxic-Quark Level 61. Auch schon lange nicht mehr gehabt, so ganz bisschen, ganz selten. Ach man. So, noch ein Kaumalat. Das kann sich wieder Knackrack schnappen. Oh yeah. Gut gemacht, komm zurück, Mann. Du Hummel, du. Let's go. So, dann ist der Part aber auch für heute wieder vorbei. Einfach der 60. Level 60, sag ich schon, der 70. Part. Mann, Mann, Mann. Boom, boom, boom. Tschüss, Kaumalat. Warum soll ich nicht fallen? So, warum Erfahrungspunkte, ist ja klar. Jürgen, das war's. Hey, Mann, ich mag diesen Ort, weil ich hier gegen starke Trainer wie dich kämpfen kann. Nuschelte er in seinen Cape. Okay. So. Oh, oh, Schutzitem wirklich mehr. Na, ja, dann einfach nicht mehr einsetzen. Warte mal, was ist jetzt hier? Ich will jetzt nicht aus Versehen, Ich glaube, ich gehe erstmal nicht weiter. Ich habe Angst. Ich gehe erstmal nicht weiter, weil ich weiß ja noch, dass der Fahrt kommt. Aber dafür reicht es jetzt halt nicht mehr, Leute. Das geht nicht. Okay, Leute. Es war kein Stardust mir vergönnt. Aber naja. Aber es war wieder vergönnt, dass ihr eingeschaltet habt. Dafür vielen, vielen Dank. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Wir gehen einfach weiter geradeaus. Ich glaube, die Siegestraße könnte echt schon durch sein. Wir werden es ja sehen. Vielen, vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Part von Pokémon Leuchtende Perle. Ciao!